liebe Angelfreunde, ich oder wir begrüßen euch herzlich aus der Angelanlage Millerscheid. Die Forellensaison geht jetzt wieder so richtig los. Ihr seht, genau. Ich habe meinen Thermoanzug an, es wird kälter. Es beißen Lachsforellen, Seeforellen, Saiblinge, Goldforellen, alles Mögliche wird wieder eingesetzt und lässt uns in der Küche frohlocken. Genau. Und auch beim Angeln bringt es natürlich richtig Laune. Am Forellensee ist jetzt die Hochsaison, Christian hat es gesagt. Und deshalb haben wir für euch heute eine richtig krasse Köderneuheit dabei. Habt ihr wahrscheinlich so noch nicht gesehen, was wir für euch heute dabei haben und was wir heute auch testen werden am Wasser für euch. Und hoffentlich heute viele Fische damit fangen. Ne? Genau. Und es gibt heute, das kann ich schon mal ankündigen, es gibt heute einen richtig krassen Skandal. Da hat der Gregor recht. Denn ihr Leute, ihr sollt betrogen werden. Oder wie sagt man? Ja, hinters Licht geführt, ja, so ein bisschen. Ja, man möchte die Leute betrügen. Genau. Und das bleib werden dran. Wir jetzt genau im Verlauf des Videos auch mal mit aufdecken. Denn das ist echt krass, wie man euch hinters Licht führen will. Dazu mehr im Verlauf des Videos. Jetzt machen wir erstmal unseren Kram hier parat, machen genau. Schon mal die ersten Würfe, fangen hoffentlich ein paar Fische und dann alles Weitere. Viel Spaß beim Video. Viel Spaß, Leute. So, liebe Leute, die Ruten sind soweit montiert und jetzt müssen wir nur noch beködern. Nur noch ist gut, denn beködern ist heute das Stichwort. Wir haben heute, ich habe es gerade eben schon gesagt, wohl eine unserer krassesten Köderneuheiten für die Forellensaison dabei. Und zwar sind das die Trout Bees, also die Forellenbienen sozusagen. Das sind Wobbler und zwar ganz besondere Wobbler. Ich denke, die habt ihr so noch nie gesehen und die mache ich jetzt mal im nächsten Schritt. Mache ich dann mal die Box auf und dann zeige ich euch die und dann werdet ihr sehen, dass das wirklich was Besonderes ist und die laufen auch richtig geil. Das zeigen wir euch dann im Verlauf des Videos. Also das kann echt was. Was mit dem Skandal, Gregor? Ja, Skandal machen wir später. Hängt auch mit den Ködern zusammen. Fangen wir erstmal. Krasser Skandal, muss ich euch sagen. Aber jetzt wollen wir erst noch mal ein bisschen angeln. Ich will euch mal die Köder zeigen. Und dann kommt es zum Skandal. Und spätestens dann werdet ihr auch den Kopf schütteln, wie ich ihn gestern Abend geschüttelt habe, als ich das gesehen habe. So sehen die Trout Bees aus. Und als Christian die zum ersten Mal gesehen hat, hat er auch gesagt, ne, sowas sieht man nicht alle Tage. Ne? Nee, habe ich noch nicht gesehen, sowas. Also das ist ein Wobbler. Ihr erkennt es hier an der Tauchschaufel vorne dran. Einzelhaken natürlich auch, wie man es fürs Forellenangeln braucht. Aber dann hier hinten dieser hintere Köderteil, das ist ja wirklich schon was anderes. Und das ist wirklich sehr flexibel, also mit mehreren Gelenken hier. Das könnt ihr sehen, ein Einzelhaken, das reicht. Und dieser Gelenkköder hier, oder dieser Gelenkkörper, der sorgt dafür, dass sich die Trout Bees hier so richtig durchs Wasser schlängeln. Wir haben das schon getestet. Und es sieht wirklich krass aus und es fängt richtig gut Fisch. So eine Aktion ist wirklich selten. Wir haben davon 5 Stück in unserer Trout Bee Box. Link natürlich wie immer bei uns zum Shop zu dem Trout Bee Set in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt einen aus. Christian, welchen willst du haben? Ich nehme den gelben zum Anfang. Den da? Jawohl. Dann nehme ich diesen hier oben. Die machen wir uns dran, machen dann die ersten Würfe und dann werdet ihr schon sehen, wie geil die wirklich laufen. Ja, Gregor, sehen wirklich aus wie eine Neuheit, denn ich habe sowas die noch nicht gesehen. Die Trout-Bees. Der Kopf ist ein bisschen wie ein Wobbler, schön schwer auch. Bin mal gespannt, wie tief wir sie führen können. Du hast sie ja schon getestet bei dir im Köderbecken und auch auf Forelle. Du hast damit schon gefangen. Ja, klar. Ja, deshalb, und deshalb, ich sag ja, die sind gut. Wirf aus, du wirst es sehen. Du hast mir versprochen, dass sie gut laufen. Du wirst begeistert sein. Ich verspreche es dir. Werfen auf jeden Fall sehr gut. Wie ich sie das erste Mal durchs Becken gezogen habe, als sie gekommen sind, dachte ich, boah, das ist krass, dachte ich. Ich merke den Lauf hier bis in die Rutenspitze, das ist ein gutes Zeichen. Bin ich mal gespannt, wenn ich einen Köder dann hier im flachen Wasser sehe. Boah, Leute, guckt euch das an. Ja, sieht man jetzt nicht. Wir machen mal eine Laufprobe, wo ich mit der Kamera draufhalte. Ey, wirklich Hammer, Gregor. Und dann werdet ihr das sehen. Richtig geilen Lauf und ich habe noch nicht mal schnell gekurbelt. Mega. So, Leute, ich habe jetzt mal aufs Wasser fokussiert und jetzt lass Ewald, sage ich schon, Christian, lass den Köder mal rein. Lass ihn rein. Und dann zeigen wir euch das mal hoffentlich. Ich komme nicht gar nicht so nah ran. Aber ihr seht das, wie dieses Schwänzchen da hinten arbeitet. Das ist doch mega, oder?
Guckt euch das an. Wir machen nachher noch mal ein paar Unterwasseraufnahmen hoffentlich davon. Zieh mal ein bisschen länger, Christian. Wie der schlängelt sich unter Wasser. Unsere Troutbiene, unsere Forellenbiene. Geh noch mal zurück, ich kann mich gar nicht satt sehen da dran. Christian ist schon überzeugt, zumindest vom Köderlauch. Auf jeden Fall. Und jetzt habe ich hier, ich habe ja diesen etwas gedeckteren mit diesem ja, orange-blauen Hinterteil dran. Den packe ich jetzt auch noch mal hier vorne rein. Da kann der Christian auch noch mal filmen, wie das aussieht hier. Ich gebe alles. Weil es sieht wirklich eine krasse Bewegung. Wie der Schwanz da hinten spielt. Und jetzt mache ich mal meinen ersten Wurf hier. Ihr kennt vielleicht unsere Trout Banger bei uns aus dem Shop. Das waren auch so aktive Köder. Die sind aber eher flach gelaufen. Und hier die Trout Beast, die laufen genauso aktiv. Aber man kann mit denen auch tiefer fischen. Besser für die kältere Jahreszeit auf jeden Fall. Wollte ich gerade sagen, genau, das ist super was für die kalte Jahreszeit. Herbst, Winter, Frühling. Wenn die Fische auch mal ein bisschen tiefer stehen. Ihr habt es gesehen, man kann die wirklich gut auswerfen. Hier und an der UL-Route auch super führen. Und je nachdem, wie lange ihr wartet, geht der Köder dann runter. Natürlich ist das nicht endlos der Fall. Aber ihr könnt ihn auch wirklich tiefer führen, wenn ihr das wollt. Und das gepaart mit dieser super lebhaften Aktion. Ich glaube, das wird diese Forellensaison für richtig Furore sorgen. Dieser Köder hier, damit werden wir richtig gut fangen. Ob heute, weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall echt überzeugt hier von unseren Trout Bees. Das ist mal was ganz anderes. Ich bin gespannt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall aufhören zu labern und ein bisschen angeln. Ein bisschen angeln, auf jeden Fall. Habe ich Bock drauf. Also Leute, ich lege euch jetzt mal weg und versuche mal einen schönen Fisch hier auf die Schuppen zu legen. Das wäre geil. Ich leg los. Sag mal, Gregor, was ist denn jetzt mit dem Skandal? Ja, komm ich gleich zum Skandal. Lass uns erstmal ein bisschen angeln. Die laufen ja echt geil. Ja, klar. Man muss ja sagen, um schon mal zum Skandal, das haben auch irgendwie andere gemerkt und denken, man kann unsere Anglerschaft so richtig verkackeiern. Aber da werden wir heute mal mit aufräumen, weil das fand ich echt schon dreist. Aber jetzt lass uns erstmal ein bisschen angeln. Weil wir haben ja heute auch nicht den ganzen Tag Zeit. Ich möchte gemerkt, heute noch ein bisschen. Man kann ja auch ein bisschen flacher führen, wenn man die Route so hoch hält. Ja, ja, ja. Weil wenn man dann auch im Winter kommt, dass vor mal Forellen wieder vorne so flach vorbeiziehen sieht. Deine Schockfarbe, die sieht man natürlich auch viel besser im Wasser als meine. Ja. Ich habe ja eher dieses Gedeckte. Also ich glaube, die Unterwasseraufnahmen, die werden wir nachher auch mit deinem Gelben machen, weil den sieht man wirklich richtig gut. Mein Laufen tun sie ja alle. Und fliegen tun die. Ja, wegen dem schweren Köpfchen. Fliegen richtig gut. Ja, das macht auf jeden Fall richtig Laune. Ich hatte auch schon zwei, drei Zupfer. Heftige Anfasser. Ich hatte jetzt noch gar nichts. Vielleicht ist die Schockfarbe jetzt hier so am Morgen, wenn sie gallig sind, vielleicht ist die Schockfarbe dann noch besser. Jawohl, Leute. Und die habe ich angeworfen. Stand unter der Oberfläche. Wie man das so kennt. Oder was? Ich weiß es nicht, aber... Also ich weiß es schon, denn ich habe sie ja angeworfen. Du wirst gleich überrascht sein, Gregor. Meinst du? Ja, die aber stand ich sehe so, noch nichts. Die stand so passiv da und trotzdem hat sie sich rumgedreht nach der Trout Bee und zugepackt. Und die hat fast die gleiche Farbe wie die Trout Bee. Nee, golden, ne? Doch. Boah, ich sehe sie schon. Haha, Leute. Mann, was für eine schöne. Und die ist noch nicht müde. Oh, und die zieht noch mal ab, Leute. Oh ja, die nimmt Schnur. Jetzt gleich habe ich es aber. Bremse ein bisschen fester. Da oh ja, da ist sie, da bohrt sie. Guck. Da schüttelt sie sich böse. Jawohl. Ah, ich liebe es, wenn ein neuer Köder funktioniert. Ich liebe es. Ah, und an der UL-Route machen auch solche Fische hier richtig Laune. Ah, guck mal, wie sie bohrt. Guck mal, wie sie geht. Schön. Jetzt guck, dass sie dir nicht da reinschwimmt. Hey, jetzt mache ich die Bremse zu und dann hat sie verloren, Leute. Jawohl. Da ist die schöne goldene und in den Kescher. Petri, jawohl, mein Lieber. Guckt euch das an hier. Geil. Erster Fisch und direkt so ein feiner hier. Herrlich. Köder funktionieren, Gregor. Ja, das wusste ich schon vorher. Haha. Den Christian kannst du nicht mitnehmen zum Ködertesten hier. Der schlägt immer direkt zu. Richtig schöne Herbstforelle hier. Toller Fisch. Ja. Und dann noch auf Sicht gefangen. Das macht richtig Laune, ne? Und wie?
Köder hängt eigentlich ganz gut, glaube ich, ne? Ja. Ja, sieht gut aus. Gut gehakt. So, Freunde, der erste Fisch ist gefangen. Eine richtig schöne Goldforelle. Als die Kamera eben aus war, habe ich natürlich den Gregor gelöchert. Jetzt verrat doch mal, was ist mit dem Skandal in der Forellenszene? Denn ich bin ja neugierig und der Gregor hat es mir auf seinem Telefon gezeigt. Und jetzt zeigt es euch. So, Christian konnte es nicht erwarten. Ich habe es ihm schon verraten und jetzt seid ihr natürlich euch auch dran. Ich will es euch nicht vorenthalten. Christian, dein erstes Urteil schon mal? Ja, ist ja schon fast eine Betrugsmasche, würde ich sagen. Wirklich, ja, also dreist. Ich habe wirklich gemacht, als ich es gesehen habe. Ich auch. Und jetzt komme ich mal zum Thema. Ihr habt es ja gesehen, unsere Troutbees, die wir jetzt haben und womit Christian jetzt auch schon gefangen hat. Und wir von unserem Shop, da wir natürlich den Shop haben, sondieren wir auch immer so ein bisschen den Markt. Was machen andere Händler oder was gibt es an Ködern oder so? Ist ja ganz normal. Es wird ja wahrscheinlich jeder Händler oder auch ihr werdet ja gucken, was sind für Köder auf dem Markt. Vergleichen tut ja jeder, genau. Vergleichen tut jeder und deshalb gucke ich immer so ein bisschen. Und da habe ich gestern Abend, bevor wir diesen Film hier gemacht haben, bei eBay Kleinanzeigen etwas entdeckt. Und ich sage euch, da hat jemand auch unsere Troutbees und naja, also diesen Screenshot ist bei eBay Kleinanzeigen. Diesen Screenshot, den blenden wir euch jetzt hier ein, damit ihr das auch mal sehen könnt. Und ja, ich lese euch, ihr werdet es ja selber sehen können jetzt, wenn ich den Film schneide, blenden wir es ein. Aber ihr werdet es, ich werde es euch mal ein bisschen vorlesen hier. Also exklusive Japan-Köder für Forelle sind natürlich unsere Troutbees hier. Und ja, schreibt hier, nur hier bei mir. Tja. Nur hier bei ihm, ich weiß nicht. Christian, das stimmt ja schon mal nicht. Nee. Geile und originale Japan-Köder fürs Forellenangeln, die sonst keiner hat. Ja, die sonst keiner hat, habe ich in Japan entdeckt. Dort der allerbeste Forellenköder. Also allerbeste Forellenköder, das will ich nicht sagen. Ist wirklich ein super Köder. Aber allerbeste, das ist schon ein bisschen vermessen. Jetzt hat sich hier meine Bildschirmsperre wieder reingemacht. Da fischen den alle und fangen wie Bombe. Okay, das könnte ich vielleicht auch noch unterschreiben. Laufen saugut. Ja, stimmt. Fangen immer. Aber ja, okay, fangen aber. Also er haut ein bisschen auf die Kacke. Und jetzt kommt es. Er möchte pro Troutbee, also bei ihm heißen sie ja nicht Troutbees, hat eigentlich gar keinen Namen, nur exklusive Japan-Köder für Forelle. Und jetzt kommt's. Er möchte pro Köder 10 Euro haben. Das ist krass. Das ist krass, ne? Das ist krass. Ihr unser 5er-Set, also 5 Troutbees mit der Box, mit der verschließbaren Köderbox, euch mal anguckt über den Link in der Videobeschreibung und dann seht, was das kostet und er will hier 10 Euro für einen Köder haben, das nenne ich Nepp, Christian, oder? Ja, also das würde ich echt sagen. Fast Betrugsmasche. Das ist echt, also 10 Euro für einen Köder. Puh, also Geld verdienen muss ja jeder, aber sowas ist dann wirklich abgeschmackt. Also das ist wirklich, das finde ich heftig. Da sollt ihr wirklich so richtig über den Tisch gezogen Liebe werden. Liebe Forellenangler, passt auf, passt fallt auf, nicht auf solche Betrüger Vergleich, rein. Guckt, wo ihr eure Köder kauft. Ganz genau. Und weil das finde ich schon wirklich, das ist skandalhaft. Also 10 Euro für einen so ein, klar, sind super Köder, aber 10 Euro, da schaut mal bei uns. Und wie gesagt, so als Tipp von uns auch, lasst euch nicht verkackeiern. Von irgendwelchen Händlern in Anführung. Ob das ein Händler ist, weiß ich gar nicht. Lasst euch nicht verkackeiern, denn gebt viel Geld aus, wenn es nicht sein muss. Und ja, wie gesagt. Jetzt werden wir weiter angeln, oder? Ihr bekommt sie auch günstiger, zum Beispiel bei uns. Und habt da nicht den ganzen Ärger und müsst euch nachher ärgern. Und jetzt habe ich genug vom Skandal, aber ich finde, es ist wirklich. Ich finde es auch eine krasse Sache. Das ist wirklich eine krasse Nummer. Da muss ich jetzt erstmal eine Forelle fangen, damit ich das verdaue. Lass uns nicht zu lange drauf rumhacken. Genau. Angeln wir noch ein bisschen mit unseren Troutbees und vielleicht fangen wir noch eine. Ich muss mich jetzt ein bisschen abreagieren und das kann man am besten mit Angeln, weil das hat mich gestern Abend wirklich so aufgeregt, weil das ist wirklich, das bringt uns Händler wirklich wieder so in, also, oder Leute, die einen Shop haben, bringt das wirklich in Verruf, wenn es solche schwarzen Schafe dazwischen sind. Deshalb, Christian, angel ich jetzt ein bisschen. Du darfst mich filmen. Ich habe ja schon gefangen. Ich bin ganz entspannt. Ja, stimmt. Ich habe ja noch keinen Biss gehabt hier auf meinen in der gedeckten Farbe, obwohl der so geil läuft. Vielleicht aber brauchst du mal einen in Schockerfarbe, nee, so wie ich. Nee, ich will hiermit noch ein bisschen weiter angeln. Ja, mach du mal. Weil ich bin doch ziemlich überzeugt davon. Also ich denke schon, dass der noch funktionieren wird. Aber es, wie es immer ist, den Wunderköder beim Angeln, den gibt es nicht.
Leider, ne? Leider nicht, sonst hätten wir ihn gerne im Shop. Köder, mit denen ihr immer fangt. Es gibt gute Köder und es gibt schlechte Köder, aber es gibt nicht den Köder. Und ihr müsst immer dranbleiben, egal welchen Köder ihr habt. Und könnt nicht erwarten, ranhängen und dann sofort fangen. Das wird nicht funktionieren. Aber wir bleiben dran. Der Gregor hat eine, Leute. Jawohl. Premierenforelle hier. Nichts Großes. Ui, Portioni. Aber Portioni. Den habe ich natürlich schnell rangedrillt. Aber schön. So läuft es. Petri. Also deine war größer. Aber meine gedeckte Farbe von der Trout Bee hat jetzt auch gefangen. Hat doch eine gedeckte Forelle gebracht. Ja, eine kleine gedeckte Forelle. Schön. Aber Fisch ist Fisch. Ja, lecker. So muss es sein. So, Leute, meine Forelle ist kleiner als die vom Christian und nicht golden. Trotzdem, Petri. Ja, schöner Fisch hier, auf jeden Fall. Und die gedeckte Farbe, das beruhigt mich ja kolossal, dass ich jetzt auch mal gefangen habe. Sonst muss ich mir vom Christian nachher was anhören auf der Rücktour. Herrlich. Ui. Ui, Gregor, das ist was Größeres, oder? Ja, ich habe die Bremse auf, weil der zieht. Oh, das ist anderes Kaliber als gerade, ich sag's dir. Ich gönn's dir ja. Das weiß ich ja, das war... Ui. Noch habe ich sie nicht gesehen, aber die schwimmt da hinten in die Ecke rein, muss ich jetzt aufpassen. Boah, das ist ein guter. Ja? Das ist wirklich ein guter. Da war sie schon an der Oberfläche da vorne, einmal. Ich habe auf jeden Fall einen riesen Schwall im Augenwinkel gesehen. Boah. Krass. Hast du wieder den Vogel abgeschossen? Gedeckte Farbe, ne? Ja. Erst dachte ich gar nichts und jetzt guck mal, wie der zieht. Meine Güte. Boah, unglaublich. Leute, jetzt zittern mir die Knie. Ja, lass dir Zeit. Ja, klar. Ich würde die Bremse ja auch ein bisschen, aber ich habe Angst. Du musst dir keinem was beweisen. Nee. Aber ich habe Angst, dass ich jetzt die Bremse noch mit dem leichten Gerät... Eieieiei. Guck dir das an, du machst nichts. Schön. Da machst du nichts. Ich mach mal einen Tacken weiter zu. Keine Chance. Ich habe auch noch einen, du hast ihn schon gesehen? Eben einen großen Schwall an der Oberfläche. War auf jeden Fall ein schöner, großer Fisch. Oh ja, jetzt kommt er hoch. Lachsforelle, jawohl. Aber was für eine schöne. Schön. Boah, die zieht er mir da drunter. Guck dir das an. Was ein Schweinehund. Ich gehe mal jetzt hier nach vorne, dann gucke ich, dass ich den vielleicht so... Jetzt kannst du sie einnetzen, jawohl. Na, das denkst du so. Komm, schnell. Boah. Ja, oh, ist der Kescher fast zu klein. Krass. Reingesprungen, jawohl, in den Kescher. Köder rausgefallen, aber Fisch ist im Kescher. Gott sei Dank. Geile Sache. Schöne Forelle. Petri. Mega. Mega. Leute, das nenne ich mal eine Lachsforelle. Auf den Skandalköder. Ja, Skandalköder ist ein Superköder. Eher Skandalhändler dabei eBay Kleinanzeigen. Toller ich glaube, Fisch. Den werde ich heute Abend mal anschreiben und werde ihm mal erzählen, was er da so für einen Quatsch macht. Und mal gucken, was er sagt. Schickst du direkt den Link von unserem Shop mit? Dann weiß er, wo er die günstiger bekommt. Nee, das mache ich nicht. Aber ich werde ihn mal zur Rede stellen, Leute. Denn das geht so nicht. Aber Trout Bee, gedeckte Farbe, geil. Fette Lachsforelle gefangen. Genauso stelle ich mir das vor. Christian, was hast du vor? Köderwechsel natürlich. Aha. Und was machst du drauf? Komm mal mit der Kamera ein bisschen näher, dann zeige ich es dir. Den gelben habe ich ja jetzt runtergemacht. Der hat ja die schöne Goldforelle gebracht. Jetzt habe ich mir erst überlegt, hier so ein Bachdesign mit so Streifen. Aber ich habe auch noch so ein Forellendesign hier. Bachforellendesign. Und gerade Forellen sind ja Kannibalen, Räuber. Und da ist auf jeden Fall dieses Design hier. Ist ja auch ein bisschen gedeckter. Man hat es ja beim Gregor gesehen. Die letzten zwei Forellen hat er gefangen. So ist es. Auf diese gedecktere Farbe. Tja, auf meine Schockerfarbe ging direkt am Anfang. Da haben sie gut reagiert, aber jetzt wurde es ein bisschen verhaltener, deswegen kommt jetzt hier die gedeckte. Boah, der Haken ist ja nadelscharf, habe ich direkt im Finger gehabt. Gutes Zeichen. So, jetzt hier mit diesem Forellendesign, Bachforellendesign, gucken wir mal, was da drauf einsteigt. Die passende Rute und Rolle hier für unsere Trout Bees ist natürlich so eine UL-Kombo. Wir haben hier eine wirklich schicke im Shop. Die Strike X hier in diesem schönen Grau zusammen mit der Catcher X-Rolle. Die Rute ist 1,98 Meter lang, 0,5 bis 5 Gramm Wurfgewicht, also wirklich optimal für diese leichten Köder. Dann die Rolle 6 plus 1 Kugellager, eine 1000er, passt wirklich vom Gewicht her und auch von der Optik, würde ich sagen, optimal zu dieser
feinen Rute hier. Ja, alles schön leicht, kann man den ganzen Angeltag lang in der Hand halten, ist genau. Nicht schwer. Und wirklich für das, natürlich nicht nur für die Troutbees, sondern auch zum Angeln mit Spoons hervorragend. 12 Spoons gibt es dabei, also wer genau. Dieses Set hier kauft, kriegt ein 12er Spoon Set von uns oben drauf und hat dann natürlich eine Menge Köder, mit denen er am Forellenteich angreifen kann. Leute, auf die gedeckte Farbe gewechselt, direkt. Du bist ein Könner, du bist ein Könner. Ah, ist eine Portionsforelle. Aber eine schöne, glaube ich. Da habe ich sie schon hochkommen sehen, da hinten. Ja, schöner Schwall. Oh, guckt euch das an, da gibt es noch mal richtig Gas. Du bist so still im Drill. Ja, was soll ich denn sagen? Geil, geil, Leute. Fisch im Kescher. Haha, das ist doch die Hauptsache. Guckt euch das an. Ja, schöne herrlich. Forelle. Lachsforelle oder was ist es? Ich versorge sie erstmal und dann zeige ich sie euch. Richtig schöne Portionsforelle hier. Ja, ein bisschen größer. Ewald würde sagen, für seinen Tischräucherofen. Ja, auf jeden Fall. Und schön gefärbt ist sie. Köderwechsel hat sich ausgezahlt. Ja, also der Farbwechsel eher. Schöne gesagt, Regenbogenforelle. Ne? Herrlich. Leute, ich glaube, das Ergebnis unseres kurzen Testangelns hier mit den Troutbees, das kann sich sehen lassen. Wir haben wirklich schöne Fische gefangen, Goldforelle, Lachsforelle, Portionsforellen. Es hat so funktioniert, wie ich es mir auch schon gedacht habe mit unseren neuen Ködern hier. Geiler Angeltag, danke Gregor. Super Angeltag, wir hatten echt Spaß und haben richtig neuen Köder euch zeigen können. Darüber bin ich besonders froh und dass er auch funktioniert. Das war mir natürlich klar. Wenn ihr unsere Troutbees haben wollt und keine 10 Euro pro Stück dafür bezahlen wollt. Los nicht, Leute. Ja, lasst euch nicht hinters Licht führen. Link zu den Troutbees hier, zu dem Set mit der Box natürlich in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, natürlich auch zu unserer UL-Kombo, Rute, Rolle und den Spoons, auch in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier noch die Fische aus und dann machen wir uns langsam auf den Heimweg. Vielleicht macht Christian noch ein paar Würfe gleich. Habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Denn ich weiß, der ist fischgeil. Ziehen wir die Troutbees nochmal durch hier ein bisschen durchs Wasser. Vielleicht beißt er noch ein richtig guter Fisch. Dann machen wir die Kamera nochmal an. Ansonsten ist jetzt hier Schluss für dieses Video. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet und den Erkenntnisgewinn, dass man nicht immer alles glauben sollte, so was einem an Angeboten und Superlativen in Bezug auf Köder um die Ohren geworfen wird. Und wünschen euch natürlich jetzt viel Petri Heil am Forellensee oder wo ihr sonst unterwegs seid. Macht es gut, bis zum nächsten Haut Mal. Haut rein, Leute. Tschö, tschö. Bis dann. Tschüss.